Dann wieder willkommen zurück hier an Bord in Gärten. Und ich bin jetzt an der Haltestelle. Ich auch. Hallo. Guten Tag. Einen normalen Fahrschein, bitte. Einen normalen Fahrschein? Ja, das macht dann... Genau, bitteschön. Guten Tag. Hallo. Genau, kannst du kriegen. Bitteschön. Auch ein Ticket möchtest du haben. Ach, das ist ja schön. Da kriegst du die Ermäßigte, ne? So war das. Und genau. Nächster Haus, Konrad Adenauer Platz. Muss noch irgendwas Papier. Ey, die Haltestelle gibt es so oft auf einer Map. Ey, das ist. Ja, ich kenne das aber auch in echt. Ja, bei uns gibt es auch eine Haltestelle, die heißt Konrad Adenauer Platz. Bei uns gibt es auch eine Schule, die so heißt. Nächste Haltestelle. So. Moment, müssen wir jetzt hier rechts oder... Ah ne, wir sind geradeaus. Ja. So, Lille. Muss ich... Konrad Adenauer Platz, muss ich hier rechts... Nein, geradeaus. Naja, aber ich muss mich ja rechts einordnen, auf so eine Busspur ist das ja echt. Ich bin ab wieder rot, ey. So, Busspuren sind ja eigentlich schon praktisch. Ja. Das ist ja dann wie beim Zugschiene, nur halt extra Straße. So. Oh, hier haben wir eine riesen Menschenmasse. Du, dann mach ich mal kurz beide Türflügel auf. Hallo. Hallo. Morgen. Du willst ein Ticket, ne? Einmal die Kurzstrecke. Genau, kannst du haben. Das danke. Macht dann so, okay. Kein Problem. Oh, Junge. Jetzt wäre eine Fachkarte, ey. Eine Fachkarte? Einmal Schüler. Oh, ich krieg immer die falsche Fahrkarte, ey. Ne, ich glaube, die ist so die Ermäßigte, die ist direkt rechts daneben, ne? Ja. Nächste Haltestelle, Victoria Dom. So, bei mir ist die nächste Haltestelle Victoria. Ja, ich gebe hier gerade noch Karten und so. Ach so, bist du hier Casino Master? Oder sowas? Ich meine, so als Mischer in so einem Casino ist bestimmt interessant, oder? Kannst du Karten mischen den ganzen Tag. Oh, hier stehen ganz viele Menschen. So, wobei wir sind ja schon gemein, weil... Wenn wir immer zu früh abfahren, dann nehmen wir ja viele Leute nicht mit, weil die ja erst auch um Null da stehen. Guten Morgen. Ist mir egal. Haben die Pech, oder? Guten Morgen. Weißt du, wir Busfahrer werden so oft verarscht, da darf man auch mal zurück verarschen. Hier die Stelle kommt mir ein bisschen aus Rheinhausen bekannt vor, ey. Bitte wer? Rheinhausen, hier die Stelle, Victoria. Wie viel Verfrühung hast du? 2-0. Ich hab 1-2. Wieso hast du denn auf einmal so viel? Keine Ahnung, weil ich fahre mal ein bisschen schnell. Moment. Das ist Victoria. Gut, ich fahr mal weiter. So. Also wieder eine neue Folge, Tim. Nee, die ist ja vor... Also ein paar Minuten erst losgegangen, oder habe ich das nicht gemacht? Nee, hast du nicht. Doch. Bist du sicher? Ja, habe ich, glaube ich, wirklich gemacht. Ah, okay, gut. Nächste Haltestelle, Rathaus. Ey, jetzt kommen wir langsam in die Innenstadt. Der Teil gefällt mir gerade richtig, ey. Das war gerade jetzt so vor Ort, oder was? Ja, komm schon, jetzt kommen wir ja Rathaus und so. Weil dafür, dass das so vor Ort war, war das jetzt auch nicht so, Und ich hab wieder... Weil ich persönlich fahre auch liebend gerne Überland. Ja, ich auch. Weil Stadt. Aber dann wenn mit einem anständigen Überlandbus. Und welchem? Zum Beispiel O407, O307, O305. Wobei O307 finde ich jetzt auch gar nicht so schön, den Bus. Ja. Man fährt, sag immer, wenn du bei Rathaus losfährst, dann fahr ich auch los.
Rathaus. Ach, da bist du schon, ne? Ja. Ich stehe noch an der Ampel da. Ah, jetzt hab ich grün. Ey, der Regen ist leichter geworden. Echt? Richtig. Ja. Also ich hätte jetzt erwartet, dass der gleich bleibt. Jetzt ist nur noch Intervall. Intervall reicht jetzt auch noch. So. In circa einer halben Minute können wir hier losfahren, ja? Guten Tag. Ja, sag mal Bescheid, wenn du groß fährst, dann fahr ich auch los. So, ich muss mir gerade noch die Fahrkarten verteilen. Dankeschön. Hallo. Als klingen die Kirschen hier, Nagis. Bitte was? Kirschenglocken klingen, weil wir... Du bist doch sehr gläubig, oder? Aber wir fette Vorhaben. So, ich bin bereit. Ja, fahr mal los. Okay, ich fahr vor, du fährst mir hinterher, ja? Ja. Folg mir bitte. Jetzt bin ich dir reingefahren. Ach, Nico. Was bist du doch für einer, ja? So. Und dann hier geradeaus. Genau. Ach, ist ja gedöns, muss man jetzt mal gucken, wo es was hier für Linien sind und so, ey. Ja, jetzt wird Oh, Hohe Straße hat auch keine Ansage. Ja. Mist. Machen wir das von Hand. Liebe Fahrgäste, hier spricht der Busfahrer. Die nächste Haltestelle heißt Hohe Straße. Spenden sind gerne gesehen. Und gerne auch andere Gutscheine. Vielen Dank. Du musst nur wissen, wie es geht. Da war ein Busfahrer. So ein Gelenkbus, ne? Und ja, aber echt, die Map ist echt gut gestaltet, finde ich. Ja, ja. Und da war da ein Gelenkbus, der steht an der Haltestelle, eine Riesenbucht. Steht dann, ich will vorne einsteigen, macht nur die hinterste Tür auf einmal auf. Ich klopf so an der Scheibe, ne? Nach dem Motto, lass mich doch mal rein, ihr steht doch hier vorne. Und dann labert der da und schimpft irgendeinen Scheiß vor sich hin, ja? Und zeigt auf die hintere Tür. Und da dachte ich, ja gut, ist halt, ne? Setz mich so vorne rechts hin, weil das war der einzige Platz, der noch richtig frei war. Und das ist während der Fahrt, da so zwei andere Leute hingegangen, die meinten, ja, hören Sie mal, ja, da war so ein kleiner Junge mit eingestiegen, ja, der kleine Junge, der wäre fast nicht mehr mitgekommen, nur weil sie da hinten die Tür aufgemacht haben. Und dann hat er da so erzählt, ja, ich weiß ja nicht, wo sie sonst immer Bus hat, aber bei mir steigt man nur hinten ein, ja. Und der so, ja, wieso steigt man bei ihnen denn hinten ein, normalerweise muss ich... Und dann hat sie das Unternehmen genannt, bei der XYZ immer vorne einsteigen. Und, dann meinte der, ja, das war verkehrstechnisch nicht anders möglich. Morgens, 6 Uhr, nix los, Haltestellenbucht 30 Meter lang, ja, verkehrstechnisch nicht möglich, vorne einzusteigen. Und dann meinte er, ja, nee. Oh, Marc hat auch keine Ansage. Und dann hat er da so rumgeschrien, wie bei RTL, ja. Und dann meinte ich so, ja, nee, nee, ich ruf da mal hier bei XYZ an, weil das war nur ein Subunternehmen, ne? Und kann ja mal fragen, was die dazu sagen. Ja, machen sie das, brüllt er da so rum wie so ein Psycho, ne? Aber. Das war also ein richtiger Assi. Aber es gibt auch wirklich nette. Ja, wir haben zum Beispiel einen netten, der ist schwarz. Ja. Nico, Vorgeschichte. Nee, der ist echt nett. Ja. Kaiserplatz ist auch keine Ansage, was ist das denn? Ah! Oh, ich hab die Haltestelle fast übersehen, die kam ja so ganz plötzlich. Oh, jetzt bin ich fast über die Busampel drüber gerauscht, ey. Um Gottes Willen. Hallo. Wurde jemand verletzt? Nee. So. Ich habe gerade nur 17 Frames gehabt. Hier ist gerade aber auch bei mir ein bisschen kacke. Das ist wirklich frame-technisch ein Problem. Ja, und deswegen auch nicht mit Scania, weil der Scania zieht auch noch Frames ohne Ende. Echt? Also ja, bei mir war das jetzt nicht so. Ja, aber bei Spannlos fällt das nicht so auf, aber... Ja gut, ich habe den ehrlich gesagt auch noch nirgendwo anders getestet, weil ich ja da meine Umsicht zerschossen hatte bis zum geht nicht mehr. Da ging dann auch nichts mehr. Und dann hatte ich halt provisorisch das immer zum Laufen gebracht und halt nur Berlin-Spandau gerade drauf. Und das dann genommen.
Ne? Ha! Oh Gott. Was ist denn jetzt wieder passiert? Ja, ich hab grad. Einen Anfall. Ey, meine Verfrühung geht runter. Ich hab nur noch 0. Ich hab wieder 0-0. Oh, ich hab eine Minute Verspätung. Jetzt hab ich Schlesingplatz, nächste Haltestelle. Ja, ich hab, hier, grade, ich hab jetzt Kaiserplatz, nächste Haltestelle. Ah, dann warte ich im Schlesingplatz mal wieder auf dich. Naja, nee, weil. Ah, jetzt bin ich am Kaiserplatz. Irgendwie das heißt, ist mein Texturspeicher irgendwie kacke und manche Autos sind manchmal einfach weiß bei mir. Das heißt, du bist schon an der nächsten Haltestelle. Nee, noch nicht, ich fahre da jetzt gerade hin. Einmal normal, bitte. Stehst du an der Ampel nach da, oder? Nee, ich komm, Freund, halt jetzt an. Hier rein. Danke. An der Haltestelle, ne? Ja. Ein Fahrschein. Komm, wir müssen ein Ticket haben, dann beeil dich bitte, weil wir müssen hier mal ein bisschen Gas geben. Weil die fahren die 1, naja. So, ich versuch da noch drüber zu kommen. Ach, da ist mal wieder eine Haltestelle. Nächste Haltestelle, Lessing. Wo bist du denn? Ja, nee, jetzt biege ich rechts ab an dieser Ampel zum Lessingplatz. Okay, da warte ich hier gerade auf dich. Sup. Brumm, brumm. Oh, da ist wieder ein Kreisverkehr. Oder? Nee, halt, stimmt gar nicht. So was ähnliches, so eine Abfahrt. Was ist das denn jetzt hier? Mann, eine Frage. War das nicht die Haltestelle, die es damals schon immer gab? Wo alle Linien gestartet sind? Wo? Der Lessingplatz hier. Nee. Oder halt, nee, den gab es damals aber auch schon. Ja. Weil das Weihnachtsspecial letztes Jahr oder irgendeins... Hatte ich mal auf Gärten gemacht, irgendein Video. Oh, Entschuldigung. Oh, Scheiße, wenn die Linie da. Was ist das denn für eine Linie? Eine Tageskarte. So. Einer meiner. Wo bist du denn, Tim? Ja, ich bin am Lessingplatz. Ja, gut. Siehst du die Linie 7 da hinten? Dankeschön. Nee. Okay. Wir bist jetzt endlich mal fertig. Ich schreib eh rot. So, bist du noch am Platz da, ne? Ja, aber ich muss jetzt hier, ordne mich jetzt mal hier ein, dass ich jetzt hier abbiegen kann. So, da ist eine Busampel, da ist bei mir schon A. Oh mein, die eine Ampel wird grün jetzt hier für mich. Ach, bist du noch bei der Haltestelle, die an der Haltestelle direkt ist, oder schon weiter? Hä, wie? Ich bin jetzt gerade von der Haltestelle erst losgefahren, aber da kommen wir ja nur 10 Meter, bis da wieder eine Ampel ist. Hey, an der Ampel bin ich jetzt gerade losgefahren. Ach so, jetzt bin ich hier rechts abgebogen an der Ampel. Boah, was ist denn hier? Oh, da muss man... Ach, rechts muss man dann. Hä? Hey, nein, links. Nee, rechts. Hä? Links. Nein. Na klar. Zum Katharinenhof. Ja, aber da musst du rechts. Nein. Hä, wo denn jetzt? Katharinenhof. Ich glaube, wir sind gerade an ganz anderen Positionen. Wo bist du denn jetzt gerade? Wenn du an der Haltestelle des Platzes losgefahren bist, ja, dann musst du einmal rechts. Nein. Doch. Nee. Hä? Bin ich jetzt doof oder so? Moment, Nein. Jetzt nee, fahr nee, einfach nee. Weiter. Man fährt ja durch so eine Innenstadt, ne? Ja. Ja, also bin ich doch richtig hier. Ja, du musst Katharinenplatz oder so, wie das da heißt. Ist das auch so ein Platz, ne? Keine Ahnung. Und danach kommt das Lorenztor. So, Linie 1 und 3. Bin ich ja hier richtig. So. Wo bist du denn gerade? Auf dem Kaisersplatz. Hä? Moment. Hä? Hä, kann gar nicht sein. Der Kaiserplatz kam gerade eben. Moment, warte mal, irgendwo ist hier ein Dreher drin. Hätte, was machst du denn? Oh, um Gottes Willen. Ich zieh den Rentner schnell aus dem Verkehr, sonst macht er noch was Schlimmes. Ach! Leck mich doch am Arsch. Nico? Was denn? Ich hab mich total verfahren.
ist echt. Ja. Aber sag das keinem, bitte, das ist peinlich jetzt. Och, Tim, ist denn ernst? Nico, sag das bitte keinem. Das ist mir so peinlich, ich fahr grad zurück. Findest du das lustig oder was? Soll ich jetzt irgendwo auf dich warten oder soll ich weiterfahren? Nee, warte mal, ich bin in einer Minute da. Ja, da warte ich am Lorenz. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, also bis gleich.